Im praktischen Einsatz müssen Mikrocontroller zur Überwachung ihre Fühler ausstrecken und dazu brauchen sie Sensoren. Die gibt es zur Messung von allen möglichen physikalischen Größen. Wir wollen uns heute mal drei kleine Beispiele ansehen. Im ersten Fall soll der analoge Sensorwert in eine analoge Stellgröße umgewandelt werden. Im Fall 2 wollen wir einfach etwas messen und im dritten Beispiel arbeitet der Mikrocontroller als Schwellwertschalter. Aufgabe 1. Eine LED soll in Abhängigkeit von der Umgebungshelligkeit gedimmt werden. Das könnte die Hintergrundbeleuchtung von einem Display sein. Wenn es dunkel ist, muss die nicht mehr so hell leuchten. Als Sensor nehmen wir einen Fototransistor. Die LED wird über Pin 3 per Pulsweitenmodulation angesteuert. Wenn der Sensor weniger Licht bekommt, wird auch die LED dunkler. Um das Verhältnis Umgebungslichtstärke zur Helligkeit der LED einzustellen, kann man mit den Werten in der Map-Funktion etwas herumspielen. Als nächstes wollen wir die Temperatur messen. Der Sensor ist geeignet für minus 40 bis 125 Grad. Dabei ändert sich die Spannung, die er abgibt, um 10 mV pro Grad. Die Kennlinie hat einen Schnittpunkt bei 1 Volt und 50 Grad. Bei 25 Grad Celsius sind es etwa 0,75 Volt. Wie wir die Spannung am analogen Eingang ermitteln können, wissen wir schon aus Folge 9. Das ist der Messwert geteilt durch die Abstufung 1024 mal den Maximalwert 5 Volt. Bei 10 mV ändert sich die Spannung um 1 Grad. Das bedeutet, 1 Volt Differenz sind 100 Grad. Deshalb multiplizieren wir mit 100. Die Kennlinie geht aber nicht durch den Nullpunkt. 1 Volt sind 50 Grad, deshalb ziehen wir 50 Grad ab. Dass die Werte so stark schwanken, liegt an der verhältnismäßig geringen Auflösung am analogen Eingang. Im Schnitt haben wir 25,7 Grad. Was sagt das Thermometer? Etwa 26 Grad. Das kommt also ganz gut hin. Mit den Fingern schaffe ich es etwa auf 30 Grad. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert, wenn ich Kältespray nehme. Ruckzuck sind wir dabei Minusgraden. Ja, und beim dritten Experiment sollen laute Geräusche eine LED ein- und ausschalten. Dazu missbrauche ich den Piezo-Lautsprecher, den wir schon zur Tonausgabe benutzt haben, als Akustiksensor. Wenn ein bestimmter Schwellwert am analogen Eingang überschritten wird, soll die LED umschalten. Das Programm funktioniert so ähnlich wie bei der Motorumschaltung in Teil 16. Leichtes Klopfen hat noch keinen Effekt, da braucht schon etwas mehr. Ab hier könnt ihr eure Fantasie freien Lauf lassen, wie ihr mit dem Mikrocontroller auf die Umgebung reagieren könnt. Das war's wieder mal für heute. Macht's gut!